Ich finde jetzt dieses Level zum Beispiel, auch wenn ich mich gerade konzentriere, nicht so krass schlimm wie die anderen Level irgendwie. Nein, nein! Aber jetzt machen sie mich kalt. Willkommen, liebe Leute, zu Super Mario Maker Online. So, später ansehen. Und jetzt gehst du da unten links auf 400 Mario Herausforderungen. Denn, wie bereits gesagt, mit denen fangen wir an. Die Story ist recht einfach. Prinzessin Peach wurde entführt. Wir müssen sie wieder bekommen. Das ist easy. Bowser kackt das Kammer schon. Oh, Scheiße. Ja, der Level ist recht einfach. Und wir haben 100 Leben. Und in diesen 100 Leben müssen wir 8 Levels haben. Klingt an sich recht einfach. Ist das Mikrofon auf eine Seite? Das stört es nicht. So ist es aber nicht. Denn, ja, wie wir sehen, wir müssen das erstmal hinbekommen. Denn im ersten Level, sie müssen einmal verreckt. Und denkt dran, wir haben nur 100 rote Tote. Sonst ist Game Over. Wir müssen die ganze Zeit von vorne machen. Nein, du musst da hochklettern. Du musst die Ranke nehmen und da alles klar. Das war. Das ist hier. Das Level ist ja eigentlich easy. Und übrigens, diese Level sind nicht von Nintendo, sondern random irgendwie gemacht. Ja, die geben mir trotzdem mal einen Stern. Hallo. Ja. Die wollten den Stern geben. Wie unruflich sind wir? Nein, ich weiß nicht, wie man einen Stern gibt. Das ist dann Stern. Sechste Kreis. So, nächstes Level. So, jetzt haben wir noch 99 Tote vor uns. Und ja, da müssen wir die restlichen Level schaffen. Ja, du kannst sehr schön fliegen, das ist mir bewusst. Aber jetzt fliegt der alle, alles klar. Ja, das war ein Fehler. Ja, Entschuldigung, aber was kann ich eigentlich? Du wirst die Zeit nach verrecken. Wieso war mir das klar? Ja, also, ne, wie gesagt, nach den 100 Mario Herausforderungen spielen wir schon eure Level, die ihr mir, nee. Ist. Keine Ahnung. Die wir die aber auch brauchen. Was eigentlich musste beim Ziel einfach nur ein bisschen rumfliegen. Das Ziel ist das und gleich. Naja, auf jeden Fall. Ja, nach den 100 Mal Herausforderungen, die wir hier gerade sensationell spielen, kommen auch schon eure Level. Das heißt, ihr könnt sie mir auch jetzt schon zusenden. In der Videobeschreibung findet ihr nämlich einen Link und ein Formular. Und über das könnt ihr mir eure Level zusenden, die ihr gebaut habt, die ich dann spiele. Aber jetzt fällen wir hier erstmal ab. Aber wenn das kein Community-Projekt ist, dann heißt es Peter Franz Beckenbauer. Ja. Also. So. Also. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt stimmt. Also, wenn du kannst den Level auch überspringen, aber das machen wir jetzt nicht. Wir machen das so 100%, wir wollen keine Level überspringen. Auch wenn dann anderes kommen würde, wir machen den Scheiß. Sprinte einfach, sprinten. Ich weiß nicht, wie springen geht. Springen. Wenn du fliegst, musst du springen. Mit X. X und Steuergedönse. Vielleicht funktioniert ja das, ne? Ich hab keine Ahnung. Ich meine, so, jetzt haben wir die Blume. Und jetzt müssten wir da durch doch theoretisch uns hochbewegen. Das ist dein Ernst, oder? So kann das Prozedere nichts werden. Ich reiß dir das Gamepad aufs Hand, ey. Du kannst das Prozedere nichts werden. Ja, schreibt mal in den Kommentaren unbedingt, wie die Gameface, ne, die Facecam-Größe findet. Findet ihr die Größe zu groß oder so klein oder was auch immer? Schreibt es mir in die Kommentare. Dann weiß ich das nächste Mal, wie ich die Facecam machen soll und wie ich den Rest machen soll. Also, ne, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr die Facecam haben müsst, ob es passt. Oder eher kleiner sein soll oder großer, weil ich habe gesagt, dass ich das Ganze ja mit ja, mache jetzt noch 2 Versuche und wenn es dann nicht klappt, machen wir ein anderes Level, okay? Doch. Ja! Gib mal her. Nein, ich wollte das nicht machen. Hast du das Ladekabel gerade rausgegessen? Tu das Ladekabel da rein. Nein.
Also, ja, ne, wir kommen an der einfach nicht weiter und ich möchte jetzt selbst eine Runde mal probieren. Ja. So, jetzt kommt der Pro-Gamer hier. Ach, scheiße. Nein. Nein, ich muss kurz konzentrieren, Junge. Ich bin hier viel weiter als du. Ey, wie kannst du da oben drauf laufen? Nee, kann ich eigentlich gar nicht. Ah, ich hab die Idee, wie ich das Leben bekomme. Und zwar, wie? Ich geh mal aus dem Bild. Das hier ist ein Bild. Okay, nein, das funktioniert nicht. Wir überspringen das Level jetzt. Wie ging das nochmal? Mit dem Touchscreen. Über den Screen wischen. Wie ist die Abschlussrate eigentlich? Wie das da angezeigt? Nee, keine Ahnung. Nicht, ne? Mann, die wäre mal gut gewesen zu wissen. Das müsste irgendwie gehen. Wetten, dass irgendwie total einfach geht und wir es einfach nicht schnallen. Vielleicht geht es hier hinten irgendwie lang oder so. Nein. Und die brauchen beide Federn. Ja, ich mit der Aktion, aber was bringt das ein? Ah! Nee. Nee. Ich hab kein Plan, wie das Level geht. Das muss irgendwie machbar sein. Wie geht dieses Level? Wir fehlen nicht schon an sowas. Also über dem Weg, ich glaube, man muss irgendwie zwischen oben und unten. Jetzt komm, mach dich aus dem Bild. Mach dich aus dem ich Bild. Ich habe auch mein Product Placement machen dürfen. Ernsthaft? Also das hier ist die ganz tolle neue. Ist die von Aldi oder von Lidl? Die ist von Lidl. Okay. Und Mirinda ist von Pepsi. Das ist Pepsi. Pepsi Fanta. Das ist Pepsi Fanta. Ich printe jetzt einfach amok-mäßig durch. Wie soll denn das Level gehen? Ich kapiere es nicht, Leute. Ist egal, mach doch mal. Ja. Du musst mit dem so. Also, was bringen wir jetzt? Das wird mir zu komisch. So, probier mir das jetzt mal, das zweite Level. Hier, überhaupt, was machst du eigentlich? Zur Tür. Das ist mal. Weißt du, manchmal hat man richtig schwere Level. Manchmal wisst man so eine Scheiße, wo man sich fragt, Halleluja, ganz ehrlich. Das Level kann so nichts machen. Und das, da ist das andere nichts im Vergleich zu dem. Also, die Level, die 100 Mal Herausforderungen haben zum Teil, sind doch ein Rest komisch irgendwie. Was haut das mal an? Also Level sind, wie es kannst gerade die mag es. Und das Level finden wir jetzt cool und geben den effektiverweise natürlich auch einen Stern. A. B. C. Klicken auf Weiter. Denn wir wollen noch weitere Level spielen. Weiter geht's ins dritte. Außerdem ist natürlich Merida Fanta auch viel leichter rauszuwaschen als alle anderen Fantas. Hast du die auf deinen... Ey, weg! Weg! Jetzt ernsthaft, komm raus da, jetzt ernsthaft. Junge, du musst gerade hier ein Level meistern, ne? Was ist jetzt für eine Scheiße? So, du machst jetzt hier weiter mit dem Pet. Also, ich hab für ihn nur das super schwere Level von gerade eben gelöst, bei dem er maßlos... Und du siehst, du hast nur noch 86 Leben. Was du vorhin meinst mit 99, das war nur, weil du einen Up hattest. Ja, es geht oben weiter. Achso, ich wusste das halt nicht. Ja, du hast Hexerei und Zauberei und Juckerei und was auch immer. Und wie komme ich daran? Mit Raketen. Da auch also, ja, ich sehe schon, wir werden nur noch meine Herausforderungen nicht schaffen. Aber wenn man halt so coole Level hat wie gerade eben, die wirklich Kindergarten sind, ich meine das Weite mit dem Stern, dann ist das Halleluja. Halleluja! Du strengst es jetzt nicht gerade an, oder? Weil wenn ja, ist das... Ich
bisschen peinlich irgendwie. Ja, ich glaube, das passt soundmäßig und auch Facecam-mäßig. Ich glaube, dass das jetzt nicht zu groß ist. Weil ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht einsetzen. Ich mache noch nicht viel mit Facecam. Aber wenn es in Ordnung ist, dann passt das ja. Aber was zum Henker, wie zum Henker? Du musst da hochspringen mit X. A und X und Anlauf. Jetzt hoch da. Bevor die nächsten Raketen kommen. Oh. Ja, du wolltest es so. Ja, da oben geht es auch weiter. Die Frage ist, wie kommt man da korrekt hin? Und vielleicht mit Hilfe von einer Rakete, aber du schaffst es auch ohne Raketen. Schau mal, da bist du ohne Rakete hoch. Meinst du nicht, dass du über denselben Weg auch da hinten hochkommst? Nein. Dann nimm doch einfach eine Rakete zur Hilfe. Jetzt spring doch auf die Rakete, auf die, die da, du, da, hier, nein. Du, da, wie, wo, hi, ha, hi. Ja, jetzt, hoch. Hey, Diewotski. So. Ja, was denkst du? Ich meine, nach einem total leichten Sternlevel muss nicht danach gleich wieder so eine einfache Soße kommen. Soße. Sauge. Nein, ich hatte schon was. Ich weiß, du hattest einen Plan, aber dieser Plan ist deutlich in die Hose und ins Wasser gefallen. Also, du hast schon, dass du auch ohne Rakete hochkommst. Hast du gerade auch geschafft. Ja, auch dieses kleine Feld. Und jetzt musst du überlegen, wie du aufs Große kommst. An Tipp, da ist ein Fragezeichenblock. Der kann dir helfen. Nee, aber du kannst mit einem Fragezeichenblock da hoch. Der kann dir helfen. Doch. Ja, das ist halt die Frage. Das muss man rausfinden. Da ist doch nur eine Münze drin, verdammt. Nee, nee. Ja, aber du kannst auf den Block drauf springen und vom Block einfach hoch. Ach komm schon. Könnt ihr mal aufhören mit euren blöden Raketen, ey? Am Anfang vom dritten Level. Hallo! Am Anfang vom dritten Level seid ihr wie maßlos, ey. Ihr schaut euch das auch noch an. Als dass ihr eher hier müsstet sein. Doch, dass ihr so lange durchhält. Finde ich gut. Finde ich gut. Ich meine, für einen Typ, der sich dann nicht nur von Raketen abschießen lässt, es möchte jetzt da keinen anschauen, aber es ist auffällig. So, und ja, es hätte jetzt gestern irgendwie um 18 Uhr Yoshi's Valley World kommen sollen. Das kam einfach erst irgendwie so um 19 Uhr, weil ich es verpeilt habe. Mal. Shit happens. So, aber wie geht das jetzt hier weiter? Du hast gegangen. Das sagt alles aus. Hallo, ich hab doch gesprungen. Okay, okay, wir machen es so, wie das jetzt ist. Nein, ich will das jetzt machen. Ich will das jetzt machen. Ich schau mal von seiner Position aus zu. Vielleicht kann ich ihn physisch animieren. Physisch animieren jetzt. Hast du gut gemacht! So, jetzt komm ist. Also, ich zeige es euch, wie der Hammer an den Nagel hängt, wo der Frost die Locken hat, das Haft des Level. Wahrscheinlich geht's doch irgendwie zu. Hä, wie machst du das? Ich bin Gott. So, aber ich hab dir gezeigt, wie es gerne nochmal funktioniert. Und diese Teste kannst du jetzt ausbauen. Oh shit! Und ich hab gesagt, du musst einfach nur auf den Fragezeichenblock springen, dann nutzt es. Und mal schauen, ob er es schafft, das ja zu machen. Oder ob er so inkompetent ist dafür. Ich bin so inkompetent. Nice. Soll ich für dich auf dem Fragezeichenblock draufspringen? Nein. Der Feier hat doch nicht gehabert. Ich hab versucht, dann noch zu sehen. Oh. Alles klar. Soll ich für dich vom Fragezeichenblock dann. Hallo! Noch ein Kill und ich bring dich da hoch und zwar mit allen Vieren. Halleluja, wo sind wir denn hier? Sind wir jetzt hier etwa bei Random Kai, der nichts kann oder was? Du stellst es so an wie die Apuret oder Apotheker, wenn da was bildet.
der macht's nicht besser als du. Hallo, über was haben wir uns heute in der Schule unterhalten? Darüber, dass Abu... Hallo. Über was haben wir heute in der Schule unterhalten, dass Abu halt ein Wichser ist und sein neues Lied? Irgendwas mit... Ich hab grad den Namen vergessen, aber das ist mal wieder scheiße. Ja, Junge, du musst da halt irgendwie durch, ohne zu verrecken. Vielleicht wird es mal schauen, ob in Frage sei es ein Bock, Block irgendein Gutgeld ist. Nein, da komm ich nicht an. Ich meine, in dem da vorne ist ja nur ein Dings und der später ist mit der Action. Aber wenn du diese Echsen hier schon failst, dann wobbadi-wobbadi-wobbadi-wobb, Gumbox-Style. Ist das. Wenn du jetzt wenigstens hochkommen würdest. Also, ich probiere es noch zweimal und dann überspringen wir das Level. Weil wenn ich sogar so dumm bin dafür, dann ist das Level endlich leicht. Und ich bin der Pro im schlechtesten Games. Was? Also. Weg damit. Und ja, wir haben uns zweimal ein Level übersprungen. So. Wir sind jetzt beim dritten Level, haben optimal viele Leben schon verloren. Ich meine, sowas finde ich jetzt zum Beispiel wieder irgendwie komisch, dass hier wütende Würmer durch die Gegend schwimmen, denen ich nur einen Millimeter jeweils irgendwie aus dem Weg schwimmen kann. Wenn jetzt dieses Level zum Beispiel, auch wenn ich mich gerade konzentriere, nicht so krass schlimm wie die anderen Level irgendwie. Nein, nein! Aber jetzt machen sie mich kalt. Hallo, was kann man denn jetzt hier gegen tun? Was? Wetten, dass eine Sekunde weiter das Ziel gewesen wäre? Wetten das? Und was wetten wir? Ja, da irgendwas wetten wir. Mann, ich bin gerade so weit gekommen, jetzt komme ich hier nur so kacke. Aber probier du mal das Level, vielleicht kannst du das ja, aber eigentlich wolltest du ja spielen. Ich wollte überhaupt nicht spielen, ich bin zu dumm. Ah, okay, ich versuch's mal. So, also das Level mach ich jetzt halt mal. Nein, ich bin's ja nicht, nein, ich hab das gehört. Den Fame. Einfach ist es einfach auf dem Boden entlang zu raupen. Oder eigentlich Viecher dann in gestürzter Position einfach mal gar nichts tun. Müsst ihr wissen. Bis auf Bowsers komische Schüsse, die man aber leicht ausweisen kann. Und jetzt hat man hier halt einfach alle auf einen Haufen, die einen verficken müssten. Nein, nein, nein! Okay, ach, da ist ja schon das Ziel. Ich sehe es einfach mal. Aber ab da wird das krass. Das heißt, er muss bis zum Ende groß bleiben. Ich habe jetzt so eine Idee, wie ich das anstelle. Nee. Nee. Tiga Tanzalarm. So. Also. Wir haben immer random einen kleinen Schutz hier im Prinzip. Vorne, wenn ich drüber nachdenke. Der uns aber theoretisch das Verhängnis wird. Nein, 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 nein! Nice. Nicht mehr ganz so nice, aber immer noch zu schaffen. Rein da. Aha! Weißt du, das Level war zum Beispiel gar nicht mal so schwer. Das ist echt sehr interessant, wie komisch schwer manche Level sind. Ich glaube, das ist nur ein Trick. Und wenn man diesen gewissen Trick irgendwie erkennt, umsetzt, schafft. Dann ist das ganze Kinderkackepreis um Abwissen. Alles klar! Alles klar! Bitte mal anschauen! Bitte mal anschauen! Ich hab bei den Leveln Weltrekord! Aus dem. Ich hab bei den 100 Mario-Herausforderungen Weltrekord! Weißt du, wie viele Leute das Level pro Tag spielen? 100 Mario-Herausforderungen. Seht ihr, das hab einen Weltrekord! Lol.
Ich stehe jetzt an dieser Stelle mit Beststeller. Sowas gab's erst dreimal bei mir. Also, nice, ne? Und mit dieser Bombensensation beenden wir den Party auch schon wieder. Leute, mach's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!